Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem DAT-Report 2023 waren eigentlich, dass die Kosten in fast jedem Bereich eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Auf der anderen Seite aber auch, dass die Menschen verstanden haben, dass Werkstätten systemrelevant sind. Das heißt, Werkstätten sind wichtige Anlaufstellen für die Information beim Autokauf, sind wichtige Anlaufstellen, um das Fahrzeug immer fahrbereit zu halten und eben auch um eine Art von Kommunikation rund um vielleicht alternative Antriebsarten auch zu bekommen. Das Thema Kosten hat sich bei den Reparaturen auch ganz deutlich gezeigt. Das heißt, die Menschen haben nur noch das Notwendigste an ihren Fahrzeugen reparieren lassen. Es betrifft einerseits die Verschleißschäden, es betrifft aber andererseits auch die Unfallschäden. Wir haben knapp 20% der Pkw-Halter, die gesagt haben, ich habe an meinem Fahrzeug irgendeine Art von Karosserie- oder Lackschaden, aber nur 10% davon haben tatsächlich auch das reparieren lassen. Der Rest fährt eben mit unreparierten Fahrzeugen auf der Straße. Wir erheben im DAT-Report ja auch immer die durchschnittliche Schadenhöhe. Die ist jetzt im Vergleich zum Vorjahr um roundabout 500 Euro gestiegen. Wir sind jetzt bei knapp 2000 Euro. Auch das hat natürlich mehrere Gründe. Da können Schäden an Fahrzeugen sein, die elektrifizierte Antriebe haben. Die sind natürlich sehr schnell nach oben. Aber es sind natürlich auch Kosten in den Werkstätten gestiegen. Also die Ersatzteile sind teurer geworden, das Lackmaterial ist teurer geworden, die Stundenverrechnungssätze sind teilweise nach oben gegangen. Also das sind alles Faktoren, die auch diese Durchschnittspreise nach oben gebracht haben. Eine ganz interessante Erkenntnis ist, auf welche Werkstätten oder auf welche Anteile sich die Reparaturen und Wartungen verteilen. Wir haben das im DAT-Report mal in einem 30-Jahre-Trend sogar nachgewiesen, dass gerade die freien Betriebe deutlich an Marktanteil gewonnen haben. Die konnten ihren Marktanteil quasi verdoppeln, während die Markenbetriebe leicht nach unten gesunken sind, haben weniger Marktanteil als die freien Betriebe. Das hat mehrere Gründe. Natürlich gibt es zahlenmäßig deutlich mehr Betriebe, die mittlerweile einen freien Betrieb haben. Markenbetriebe haben vielleicht ihren Vertrag mit dem Hersteller aufgegeben. Natürlich ist auch die Professionalisierung der freien Betriebe auch deutlich gestiegen. Viele Pkw-Halter stoßen ihre Fahrzeuge ja etwa nach zwischen 6 und 10 Jahren etwa ab. Und weil die Verfügbarkeit von Fahrzeugen im letzten Jahr so schwierig war, haben viele sich dazu entschieden, ihr Fahrzeug nochmal reparieren zu lassen oder nochmal komplett durchreparieren zu lassen. Das heißt, auch hier, um die Mobilität sicherzustellen, wenn kein Nachschub verfügbar ist, kommt den Werkstätten eine ganz entscheidende Rolle zu. Wenn wir auf die Straßen gucken, dann ist man, je nachdem wo man wohnt, begegnen einem sehr häufig E-Fahrzeuge, Plug-in-Hybride oder rein batterieelektrische Fahrzeuge. Im Gesamtbestand aller 48 Millionen Pkw machen die gerade mal 1,7%, also die rein batterieelektrischen Fahrzeuge, 1,7% aus. Die Werkstätten in Deutschland sind auf diese Fahrzeuge vorbereitet, das ist richtig. Aber es ist auch noch ein weiterer Faktor von Relevanz, nämlich dass die Halter von solchen Fahrzeugen, von elektrifizierten Fahrzeugen, gerne von ihrer Werkstatt relevante Informationen erhalten möchten. Rund um den Antrieb, rund um mögliche Themen, die bei der Reparatur eine Rolle spielen könnten, aber vielleicht auch um die Elektromobilität. Insgesamt ist die Werkstatt eine wichtige Anlaufstelle für diese Menschen. Das Thema Caravan, Reisemobile spielt für die Werkstätten eine ganz wichtige Rolle. Im DAT-Report haben wir es noch nicht separat erfasst, aber wir können aus den eigenen Datenerhebungen unserer Reparaturkostenkalkulation feststellen, dass die Anzahl der Kalkulationen um etwa 150% gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr, weil einfach viele Menschen mit diesen Fahrzeugen gerne in den Urlaub fahren, aber sich vielleicht manchmal auch verschätzen, was dann den Wendekreis oder das Einpacken macht. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in unserer Gesellschaft ja eine ganz wichtige Rolle und es lässt sich auch in einigen Zahlen aus dem DAT-Report ablesen. Nicht nur, dass die Menschen ein bestehendes Fahrzeug länger halten und sozusagen reparieren lassen, sondern auch, wenn es um die Teile selber geht, wissen wir, dass eine hohe Quote, fast 60%, grundsätzlich bereit ist oder eher präferieren würde, Originalersatzteile zu nehmen. Wenn man aber das aufgliedert nach unterschiedlichen Altersgruppen, dann ist gerade bei den Menschen, die ein älteres Fahrzeug fahren, dieser Wunsch nach Originalteilen nicht mehr ganz so hoch.
Im Bereich der Werkstatt ist eine Zahl auch für mich persönlich ganz außergewöhnlich gewesen, nämlich die Treue zur eigenen Werkstatt. Wir hatten bis vor Corona, also bis 2019, eine Stammkundenquote oder Werkstatttreue von etwa 80%. Das war schon viel, aber während der Corona-Jahre ist es auf 89% gestiegen. Das heißt, 89% aller Pkw-Halter lassen ihre Reparaturen immer in der gleichen Werkstatt durchführen. Das kann damit zusammenhängen, dass die Werkstätten einerseits einen super Job machen, das tun die auch, aber es hat auch damit zu tun, dass die Menschen einfach, wenn sie mit ihrer Werkstatt zufrieden sind, und die meisten Pkw-Halter sind ja Amateure, aber wenn die sich wohlfühlen in der Werkstatt, dann bleiben die auch ihrer Werkstatt treu. Auf der anderen Seite muss man sagen, 25% fühlen sich in der Werkstatt nicht richtig gut beraten. Also da gibt es noch Optimierungsbedarf nach oben von Seiten der Werkstatt. Und wir wissen, dass die Hälfte aller Pkw-Halter auch auf Online-Bewertungen guckt. Das heißt, wenn die eine Werkstatt wählen müssten, dann würden die gezielt ihre Werkstatt auch nach guten Online-Bewertungen auswählen.